Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Fable Anniversary weiter. Gleich zu Beginn der Hinweis: Sollte ich mich heute und in den nächsten Folgen so ein ganz klein wenig komisch anhören, dann liegt das schlicht und ergreifend daran, dass ich erkältet bin. Und für diese Aufnahme habe ich mich mal mehr oder weniger professionell gedopt mit Lutschpastillen und Nasenspray und ich hoffe einfach mal, dass ich das überlebe. Momentan fühlt es sich ganz gut an. Aber ich kann noch nicht garantieren, wie es sich in einer halben Stunde oder so anfühlen wird. Deswegen, seien wir an der Stelle einfach mal gespannt, wie lange das jetzt gut gehen wird. Okay, so, wir sind immer noch der Hering. Wir haben uns beim letzten Mal eine Ische geangelt. Wir sind mittlerweile verheiratet. Ja, wir sind nicht mehr auf dem freien Markt zu haben. Es ist jetzt ein bisschen schwieriger, uns zu bekommen. Aber, na gut, okay, fies. So ist das halt und so. Nebenbei haben wir uns ein bisschen überfressen, deswegen sehen wir ein bisschen dicklich aus, aber das sollte ja bei Zeiten jetzt ganz bald irgendwie zu beheben sein. Und wir wollen, da wir momentan keine weitere Quest zur Verfügung haben, bis auf Händler abmetzeln kurz vor Oakvale, und das wollen wir ja nicht machen, da wir keine andere Quest zur Verfügung haben, wollen wir jetzt unsere Schwester besuchen gehen, die sich im Haus der Familie Gray aufhalten soll. Und das Haus haben wir ja schon mal vor ganz geraumer Zeit kennengelernt. Das befindet sich nämlich da in der Nähe der Grabhügelfelder. Und dann gucken wir einfach mal, was unsere Schwester so von uns möchte. Die komische Frau, die, also, mein Gott. Wenn Familienangehörige irgendwas von einem wollen, das kann nie was Gutes bedeuten, aber okay. Wir geben der ganzen Sache einfach mal eine Chance, würde ich einfach mal so an der Stelle sagen. Deswegen gehen wir da jetzt hoch zum Haus der Familie Gray und fragen, was die Dame denn bitte von uns will. Und sobald wir das abgeschlossen haben, könnten wir wohl tatsächlich auch mal wieder nach... Achso, Zwischensequenz direkt, okay. Du hast Messer Jack also endlich getroffen. Ich traf ihn ja schon vor langer Zeit, als er unser Haus niederbrannte und mir die Augen ausstach. Aber er hat nicht gelogen, als er zu wissen behauptete, wo Mutter ist. Seit dem Überfall hat er sie im Bargeldgefängnis eingesperrt. Ich konnte nicht reingelangen, aber der Archäologe kennt einen alten Geheimgang. Du hast ihn schon getroffen, nicht? Jacks Kreaturen sind noch hinter ihm her, genau wie hinter mir. Ich kann nicht länger bleiben. Ich habe die Einzelheiten auf einer Questkarte in der Gilde gelassen. Du musst Mutter rausholen. Nur sie weiß, wie man das Schwert bekommt. Hast du das Buch gelesen, das ich dir geschickt habe? Das Schwert ist alles und könnte die Welt in nichts verwandeln. Oh, und Mutter hat auch ein Geschenk für dich. Mehr Kraft, als du dir vorstellen kannst. Mehr Kraft, als ich mir vorstellen kann. Das klingt irgendwie genial. Waren wir hier eigentlich schon mal drin? Irgendwie nicht, ne? Aber irgendwie bin ich der Meinung, dass man hier beim Haus der Familie Gray auch irgendwie... Hier finde ich nichts Interessantes. Lasst mich raus! Irgendwie... Man kann dort eigentlich... runtergehen. Aber vielleicht hat es auch etwas mit einer späteren Quest zu tun oder so. Ich bin mir da jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Im Haus selber waren wir aber eigentlich schon mal drin und wir hatten hier auch alles rausgeholt, bin ich der Meinung. Da war nichts Neues, Großartiges dabei. Im Endeffekt haben wir aber schon mal irgendwie festgestellt, Haus der Familie Gray, alles sehr, alles sehr, sehr seltsam, wenn man sich das mal vor Augen führt. Denn schließlich und endlich ist ja die liebe Lady Gray. Hier laufen übrigens eine stattliche Anzahl von Zombies, wie ich gerade so feststelle. Die gute Lady Gray, die ist ja gleichzeitig auch Bürgermeisterin von Bowerstone. Und ist eine feine Dame, sag ich mal. Also. Wie kann denn das miteinander zusammenhängen und so? Das ist ja irgendwie ein bisschen, es mutet ein wenig seltsam an, aber okay. Ja, andere Bürgermeister, andere Sitten. Vielleicht hat sie ja eine gute Ausrede oder so, wie sie das erklären kann. Im Endeffekt kann uns das ja fast egal sein.
Sie hatte jedenfalls einen kleinen Narren an uns gefressen, seitdem wir ja die Arena lebendig durchschritten haben und uns einen Namen gemacht haben und so. Und jetzt können wir sowieso bald einen Besuch abstatten. Junggesellen sind nicht zugelassen. Ihr braucht eine Ische, eine Schicke mit Titel. Ach so. Ophelia hat keinen Titel, das ist das Problem an der Stelle. Gut, ja, aber das sollte sich ja bei Zeiten vielleicht mal beheben lassen. Also nicht unbedingt die Sache, dass Ophelia jetzt plötzlich einen Adelstitel bekommt, sondern dass wir vielleicht irgendwie jemanden uns organisieren, der dann einen Titel hat. Ich meine, Monogamie ist ja sowieso so ein bisschen, ja... Nee, das muss man ja... Nein. Ich finde ja, das können wir in Albion glücklicherweise ein bisschen liberaler handhaben. Und wenn uns irgendeine Dame zufälligerweise mal gefallen sollte oder so, dann können wir natürlich auch mal sagen, jo, warum denn nicht? So ungefähr. Ich meine, solange sich unsere Damen niemals über den Weg laufen, ist das auch alles absolut kein Problem. Wir sollten halt nur keine weitere Frau in Oakvale heiraten. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Aber ansonsten in Bowerstone oder Nothole Glade, da stehen uns noch alle Türen und so weiter offen. Das ist eigentlich ziemlich praktisch. Und davon abgesehen haben wir sowohl in Bowerstone als auch in Nothole Glade noch jeweils ein Haus zur Verfügung, in dem wir uns häuslich einrichten könnten mit einer geliebten Ehefrau oder so. Ja, das klingt irgendwie nach einem Plan. Okay. Wo gehe ich jetzt entlang, werdet ihr euch fragen? Nun, zum einen hat natürlich unsere geliebte Schwester jetzt diese Questkarte bei der Gilde hinterlassen. Hat sie ja gesagt. Bargate-Gefängnis, interessant, wir sollen unsere Mutter herausholen. Ja, aber ich sag mal, unsere Mutter ist da jetzt schon ein paar Jährchen im Gefängnis. Da kommt jetzt auf die paar Tage eher mehr oder weniger auch nicht mehr an. Von daher können wir uns ja nochmal spaßeshalber ein bisschen woanders umgucken. Beziehungsweise eine Sache will ich noch ausprobieren, weil ich da in den Kommentaren darauf hingewiesen wurde und das will ich einfach nochmal testen. Es geht mir immer noch um die eine Dämonentür mit dem Kampfmultiplikator. Ja, ich weiß, das ist eine halbwegs mühsame Angelegenheit, aber wie gesagt, einen kleinen Trick, den probieren wir da jetzt noch aus, wie ich das da schaffen könnte, den Kampfmultiplikator hoch genug zu bekommen. Hat einfach nur was damit zu tun, ja, jemand hat die Vermutung geäußert, dass meine Waffe, mit der ich das versucht habe, eigentlich viel zu mächtig ist. Und es wäre doch um einiges klüger, wenn ich für diesen Zweck dann einfach mal eine schwächere Waffe nehmen würde, weil ich dann eben länger auf die Monster draufkloppen könnte. Und wenn ich länger auf die Monster draufkloppen kann, dann kriege ich meinen Kampfmultiplikator natürlich auch höher. Und ja, das erscheint mir wie ein relativ guter Plan. Deswegen probieren wir das dann nachher gleich noch aus, sobald wir dann da sind. Für den Moment sammeln wir erstmal nur haufenweise Erfahrungspunkte und ein bisschen Gold, weil man kann ja nie genug haben. Finde ich persönlich zumindest. Dup, di, dup, di, dup, di, dup, di, dup, du, dup. Du. Ich hoffe, das geht auch wirklich auf. Ansonsten würde mir persönlich wirklich nur noch eine andere Möglichkeit einfallen, um diese Dämonentür aufzubekommen. Wäre aber auch mit einem gewissen Wagnis verbunden. Und ich könnte nicht garantieren, zum einen, dass es klappt, und zum anderen kann ich an der Stelle sowieso noch nicht wissen, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Denn ich weiß nicht, ob sie die Stelle, die ich meine zu kennen, wo man den Kampfmultiplikator sehr, sehr hoch in der Theorie bekommen kann, ich weiß nicht, ob sie die Stelle hier in Fable Anniversary vielleicht ein bisschen angepasst haben oder so, ich habe keinen Schimmer. Da kann ich ja einfach nicht davon ausgehen, dass das so klappt, wie ich mir das denke. Meine Erinnerungen zu diesem Spiel, die sind teilweise auch schon 10 Jahre alt, kann man sich so vorstellen. Also, 2004, das kommt so einigermaßen hin, wo ich Fable das erste Mal gespielt habe. Lass es vielleicht 2003 oder... Na gut, nee, doch, bist du 2004, 2003, 2002 kam, glaube ich, der GameCube hierzulande raus, oder? Und ja, den, die
die Xbox, also die alte Xbox, die hatte ich natürlich erst mir einige Zeit nach dem GameCube gekauft. Also, das war, ich war noch sehr, sehr lange ein reines Nintendo-Kind. Und dann irgendwann kam eben die Xbox dazu. Die Xbox, die alte Xbox damals hatte ich mir ja auch wirklich eigentlich nur wegen einem Spiel gekauft. Weil ich es bei Giga Games damals gesehen hatte und ich wollte es unbedingt haben. Und das war Conker Live and Reloaded, ja. Ich wollte es unbedingt haben, dieses Spiel. Und ich habe es mir dann zusammen gekauft mit Xbox und... Nein, eigentlich hatte ich mit Xbox zusammen mit Fable gekauft. Aber wohl wissend, dass ich dann eben später... ganz bald später dann eben auch Conker Live and Reloaded besitzen würde. Und ja, es hat sich für mich durchaus gelohnt. Kann man so sagen. Also, nicht nur wegen Conker. Das war ein schönes Spiel, ein knuffiges Spiel. Solange es eben gedauert hat. Irgendwann war es dann vorbei, egal. Aber dann kam ich ja auch noch in Genuss einiger anderer Xbox-Spiele. Und dann, ja, dann hatte Microsoft mich quasi. Auch wenn die, ja, die Konsole an sich natürlich total verpönt war. Bei so manch einem, aber doch heute noch ist, Xbox und so, scheiß Microsoft, blablablub. Aber im Endeffekt, es kamen schon einige sehr, sehr nette, coole Spiele irgendwie für die Xbox raus. Sowohl für die Xbox als auch für die Xbox 360, muss man ja sagen. Was war das denn hier für eine Schatztruhe? 15, ach schade. Wo war denn mal eine Truhe mit 10 Silberschlüsseln? Fällt mir jetzt so spontan gar nicht ein, aber hatten wir doch bestimmt auch schon mal, oder? Oder nicht? Oder doch? Wer weiß? Vielleicht ja, vielleicht nein? Keine Ahnung, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ob Hering es jemals herausfinden wird, wir werden das irgendwann vielleicht mal erfahren. Die dumm. Nebenbei muss ich mich auch wieder ein bisschen einspielen. Meine letzte Fable-Aufnahme ist auch schon wieder... Na gut, nämlich 2 Wochen her, 1,5 Wochen oder so, könnte ich mir vorstellen. Ich hatte aber auch wieder einige Fable-Aufnahmen im Voraus produziert. Das ist in dem Spiel irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich erstmal so drin bin, meistens sind meine Aufnahmen zu dem Spiel hier wirklich ein bisschen ausschweifender als bei anderen Spielen. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht, weil das so ein Spiel ist, wo man auch so schwer aufhören kann. Könnte ich mir vorstellen. Also, zwangsläufig einfach, weil, ja... Entweder sind die Punkte gerade so doof, oder man ist noch mitten in der Quest, oder. Also gibt's ja viele Möglichkeiten diesbezüglich. Und vielleicht können wir auch einfach mal festhalten, dass das Spiel wirklich viel Spaß macht. Ich meine, es ist so ein, ja. Ich glaube, Fable hat mittlerweile so einen ganz kleinen, schweren Stand bei euch. Ich weiß nicht genau, das muss ich mir dann wahrscheinlich auf eine gewisse Art und Weise... so ein bisschen wieder ankreiden lassen, weil immer wenn ein Projekt, wenn ich so merke, dass Projekte gewissermaßen bei euch so in der Gunst ein bisschen abfallen oder so, dann muss es zwangsläufig so ein bisschen in, also, oder kann es zwangsläufig auch ein bisschen an mir liegen, an meiner Art der Präsentation. Also ich ziehe oder ich zögere manche Dinge sicherlich ein bisschen zu weit hinaus, beziehungsweise durch meine vielen Laufwege und so weiter habe ich vieles natürlich ein bisschen vielleicht auch künstlich in die Länge gezogen. Teilweise habe ich mich vielleicht auch auf Dinge konzentriert, die jetzt nicht so wichtig gewesen wären und so. Und ja, dann habe ich hier und da vielleicht und bla und dann hätte man so und überhaupt und ich weiß es nicht. Irgendwas hätte man bestimmt noch besser machen können, was weiß ich. Aber ja, gut. Was soll's, ich kann es an der Stelle nicht mehr ändern. Und die Zuschauer, die ich jedenfalls bei diesem Projekt noch habe, die sind trotzdem einigermaßen fasziniert immer noch dabei. Wobei ich glaube, die Mehrzahl, vor allem der Leute, die kommentieren, das sind eher noch die Leute, die das Spiel auch tatsächlich kennen. Und die dementsprechend wissen, was hinter Fable tatsächlich steckt. Und ja, ist eigentlich ein bisschen schade, dass sich so Neueinsteigern quasi gesehen das Ganze nicht so gut näher bringen konnte. Weiß nicht genau. Wir sind hier übrigens direkt von den Höhlen. Das heißt, eigentlich müsste ich jetzt mal eine andere Waffe auspacken. So, nicht unbedingt den Stock, aber wir könnten vielleicht mal das Eisenlangschwert tatsächlich ausprobieren. So, machen wir das Ganze aber mal ein bisschen anders. Zum einen, hauen wir jetzt nämlich den Schild rein, genau. So.
Schildbein und dann klopfen wir mal eine Weile. Kloppen mal eine Weile. Da bin ich mal gespannt, ob das irgendwie was bringt oder nicht. Jetzt sind wir immerhin schon bei 8 hier. Gut, dann gehen wir mal in die Höhle rein und versuchen unser Bestes. Bringt das mehr, wenn ich mit dem Mehrfachschlag auf die Feinde draufhämmere oder eher nicht? Das ist jetzt die Frage. Bin mir da nicht so hundertprozentig sicher. Na gut. Ich würde sagen, wir... Ja, nö, am besten ich mache beides. Einmal... Nö, wir rennen jetzt erstmal so durch die Höhle, von vorne nach hinten, kloppen alle Feinde. Das ist einigermaßen okay, glaube ich. Dann gehen wir hinten bei der Höhle durch die Tür, verkloppen alle Feinde, die hinter der Tür sind. Dann rennen wir wieder nach vorne raus, wobei die ganzen Feinde dann in der Höhle ja wieder da sind. Und wir kloppen uns eben von der Hintertür zur Vordertür quasi gesehen. Und sobald wir das dann haben, dann gehen wir raus und dann haben wir hoffentlich einen Kampfmultiplikator von entscheidender Größe. Sagen wir es mal so. Ich meine, das, was ich gerade sehe, Kampfmultiplikator von 13, 14, 15 und so, das macht eigentlich schon mal Spaß. Wenn das so bleibt, dann super. Und auch die ganzen Erfahrungspunkte, die ich hier einheimse, das gefällt mir ziemlich. Noch dazu ziehen mir die Hops fast nichts ab. Also ist nicht mal eine Verschwendung an Magietränken oder dergleichen. Das Schild hält einfach nur ewig, weil, ja, die ziehen mir nichts ab. Das ist gut. Ich bin einfach extrem stark, könnte man so sagen. So, laufen, laufen, laufen. Ja, bitte nicht, hier Kampfmultiplikator und so, nee, der darf nicht zu weit absinken. So, bitte einmal durch die Tür, jetzt sind wir schon bei 18. Wenn ich dann mich nach vorne kloppe, wenn ich Glück habe, tatsächlich liegt der dann noch irgendwo bei 20 oder so. Oh, oder auch nicht. Ich hatte es verpeilt. Ich dachte, innerhalb der Höhle würde der nicht so massiv absinken. Das ist doof. Na gut, okay. Ist jetzt aber noch nicht so schlimm. Im Gegenteil. Ist jetzt eigentlich nur eine Sache der Erfahrungspunkte. Du. So, hier, zack und bösartiger Hopp. Und ich vernichte euch und dich und mich noch nicht dazu. Nein, denn ich darf nicht vernichtet werden. Ich bin der Held des Spiels hier. So, fluppidi flipflap. Und überhaupt und sowieso. Und ja, hinterlasst immer schön Tränke und ihr habt voll keine Chance gegen mich. Denn ich bin Todbringer. Der Name ist Programm. Auch wenn wir vielleicht nochmal gucken sollten, wollten, ob wir den Titel wirklich behalten oder ob wir uns bei Zeiten nochmal umbenennen. Weil Todbringer ja nicht gerade so ein adäquater Heldenname für ein richtiges Vorbild also darstellt. Also, das muss ich an der Stelle schon sagen. Irgendwie könnte das einen schlechten Einfluss vielleicht auf diverse kleine Kinderchen haben oder so. Wir sind ja ein zielgruppenorientierter Held. Das heißt, wir denken an die Witwen und Waisen und natürlich sind wir uns unserer Aufgabe bewusst, das kleine Volk von Albion, sprich die Kinder, irgendwie auch auf den Pfad der Tugend zu geleiten, indem wir einfach auch gut sind. So, würde ich das an der Stelle befürworten wollen. Auch als LPer muss man ja einer gewissen Vorbildfunktion gerecht werden. Ja, das versuche ich auf eine gewisse Art und Weise auch, indem ich mich in meinen Spielen immer dementsprechend verhalte. Denn so wie ich mich meinen Spielen gebe, so gebe ich mich auch in Wirklichkeit. Manchmal. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Je nachdem. Dup, di, dup, di, dup, di, dup. Du kleiner Hopp, du, oh, du warst ganz schön niederträchtig und gemein. Wo seid ihr, wo seid ihr, wo seid ihr, wo seid ihr? Kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Das Leben wird nicht zu schwer.
auch durch einen hohen Kampfmultiplikator.